wieder. Ich habe mir auch mal wieder einen Hammer-Film angeguckt und da auch der letzte der drei Originale aus den 50ern. Nach den Klassikern Dracula und Frankenstein kommt nun auch die Mumie in Die Rache der Pharaonen aus dem Jahr 1959 von Terence Fisher dran. Drei weitere sollten bis 1971 ja noch folgen und die zwei Nachfolger hatte ich ja auch schon hier reviewed gehabt. Insgesamt ist die Mumie aber natürlich nicht so ikonisch wie Dracula oder Frankenstein, aber dennoch bekommt man hier ganz klassischen Gruselflair à la Hammer, wie man ihn eben kennt und schätzt, zumindest wenn man ein Fan ist. Kleine Sets, eine mitunter etwas plastische, aber auch prächtig altmodische Ausstattung des viktorianischen Englands, klassische Gruseleffekte und ohnehin wieder einen fantastischen Peter Cushing in der Hauptrolle. Aber auch Christopher Lee schafft es, der Mumie durch Gestik und Mimik hinter seiner Maske seinen Stempel aufzudrücken. Das Drehbuch ist hingegen ziemlich seicht und in der Mitte fällt es leider etwas ab, am Ende wird aber dennoch die ein oder andere sehr spannende Szene generiert. Gedreht wurde da alles natürlich, wie gesagt, von Hammers Hausregisseur Terence Fisher, der es ja auch schafft, trotz eines kleinen Budgets und eines engen Zeitplans hier das Bestmöglichste rauszuholen. Und so kann man am Ende definitiv sagen, dass es ein sehenswerter Hammer-Klassiker ist, den man sich als Fan definitiv mal angeschaut haben sollte. He who robs the graves of Egypt dies. Ja, hier ist dann die Edition, eine ganz normale, stinknormale DVD aus dem Jahre 2002. Und das liegt einfach daran, dass es die einzige Edition ist im deutschsprachigen Raum, soweit ich weiß. Also Anonis hat da auch noch kein Hammer Mediabook nachgeschoben. Logischerweise Hammer Mediabook, also sie haben noch kein Mediabook nachgeschoben. Ich glaube, von den anderen Mumienfilmen bis auf den letzten von 1971, dessen Titel mir gerade entfallen ist, haben sie tatsächlich, glaube ich, schon alle. Also, Der Fluch der Mumie und, glaube ich, die Rache des Pharao haben sie schon in Mediabook, die beiden haben sie schon in Mediabook auf jeden Fall rausgebracht. Die Rache der Pharaonen, nicht zu verwechseln mit der Rache des Pharao, wie gesagt, haben sie leider noch nicht rausgebracht. Glaube ich aber, dass das auf jeden Fall irgendwann noch kommt. Aber ich wollte nicht warten, deswegen habe ich mich jetzt hier mit der DVD begnügt, deren Bildqualität auch ganz in Ordnung ist, muss man auf jeden Fall sagen. Und das ist auch das original deutsche Kinoplakat, was ohnehin fantastisch aussieht, muss man sagen. Wie gesagt, Bild- und Tonqualität sind auch völlig in Ordnung. Ja, also da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Da gibt es schon deutlich Schlechteres. Also alten DVDs. Ja, Extras haben jetzt nichts Besonderes. Ja, also irgendwie keine Audiokommentar oder Dokumentation oder sonst irgendwas. Wir haben eigentlich sehr, sehr viele Untertitel, was das, glaube ich, ja, für internationales Publikum interessant sein dürfte. Aber die gucken sich dieses Video wahrscheinlich eh nicht an. Ist immer noch ab 16 an freigegeben und ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Der Horrorfan alter Schule muss den sich natürlich in die Sammlung holen und da das auch, glaube ich, die einzige Edition ist momentan, wird er hier natürlich zuschlagen und es ist auch auf jeden Fall keine schlechte VÖ.